Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht's mal mit dem Punto los. Und zwar geht's einmal Auto waschen. Weil er sieht schmuddelig aus und wir fahren ja die Tage weg. Und damit er halt einfach wieder gut aussieht, fahren wir jetzt los. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind angekommen an der Waschanlage. Moment, ich bin so ein bisschen dunkel. Beziehungsweise an den Waschboxen. Für euch gibt es gleich so ein bisschen, ja, sowas in Richtung Porn, würde ich nie sagen, oder? Also für das Auto hier lohnt sich das. Nee, irgendwie nicht. Ja, da wäre das verschwendete Zeit. Aber für euch gibt es jetzt so ein paar Impressionen. Und dann quatschen wir mal gleich über das Auto, weil ich habe so ein paar Ideen im Kopf, die ich gerne mit euch teilen würde. Würde ich sagen, bis gleich. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Video. War ein bisschen kürzer. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Es wurde auch diesmal nichts geschraubt. Trotzdem würde mich mal interessieren, ob ihr denn Bock hättet, dass wir am Punto ein bisschen mehr schrauben. Also müssen noch ein paar Sachen gemacht werden. Und jetzt hat er auch nur noch bis Juli TÜV. Das heißt, wir könnten noch ein paar Teile dran bauen. Also jetzt nichts extrem Teures oder Extravagantes. Aber ich habe ein paar Sachen gesehen, die würden mir ganz gut gefallen und die auch nicht so teuer sind und die man auch schnell erledigen kann, Da hätte ich einfach gern eure Meinung gewusst, weil ihr müsst das ja im Endeffekt auch schauen wollen vor allem. Und ja, es wäre jetzt auch nichts, weiß Gott wie teures. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Teile auf Wish kaufe, aber da gibt es für europäische Autos jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, es macht keinen Sinn, da irgendwas zu bestellen. Sonst hätte ich das tatsächlich gerne mal gemacht, aber vielleicht kommt das ja mal in einem anderen Projekt. Ja, ansonsten war halt heute nicht ganz so lang, auch vielleicht nicht ganz so spannend. Lasst trotzdem auf jeden Fall fetten Support da, ein Däumchen nach oben, gerne abonnieren und fleißig teilen. Warum und weshalb, das kommt dann auf jeden Fall mal im nächsten Video, da wird ein bisschen mehr gequatscht. Aber ich hoffe, es macht nichts, denn ich habe ja gesagt, das muss dann leider auch mal sein. Ganz einfach, um euch
das Ganze hier mal ein bisschen näher zu erklären. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.